Fans, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist Yachmar Abdul Karim. Und wir reagieren heute auf Lidl Rapper versus Kontrolleur. Ich hab gespuckt seinen Vater, Sheesh, Alter. Weil der ganze Monitor ist voll gespuckt. Längstes Rap-Battle bei Big Difference. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren. Die beiden sind schon mal gegeneinander angetreten, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt bin ich hier sehr, sehr gespannt, was die gemacht haben. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Let's go. Let's go. Wie habe ich mich dann habe ich Angst vor Türkei. Respekt, weil er ein Künstler ist mit guten Punchlines. Das habe ich auf jeden Fall erkannt. Und ja, es ist Winter, er muss sich warm anziehen. Ob ich die Battles von Lidl Rapper angeguckt habe? Ja klar, ich habe alles mir reingezogen. So, ich bin mir seines Potenzials deutlich bewusst. So, ich weiß, dass er abreißen kann. Ich weiß, dass er die Crowd mitnehmen kann. Er kann imitieren, das kann ich nicht. So, ich muss über Punchlines gehen. Wie sieht's aus mit dem Imitationsthema? Ich würde mal sagen, ich versuche mich natürlich ein bisschen davon abzulösen. Aber es wird heute eine Stimme kommen, die sehr polarisiert und natürlich eine gewisse Prise an Humor hat, als wäre es Barts Vater. Der Lidl Rapper bzw. Poker und ich, wir haben uns beide gute Sachen ausgedacht. Wir haben beide explosives Material und ja, das muss krass werden. Also ich bin safe davon überzeugt, dass das ein Heavy Battle wird. Ja, für die dritte Runde habe ich mir was ganz Besonderes, Persönliches vorbereitet, was mir sehr am Herzen liegt, was noch nie ausgesprochen wurde und habe mich damit auf jeden Fall befreit heute, würde ich sagen. Okay, ich bin gespannt, Alter. Das ist voll, das fängt voll episch an irgendwie. Was ist los hier, Alter? Extrem. Geil, let's go, ich bin voll heiß. Lidl Rapper, hier kommt der Kontrolleur. Ich hoffe, du hast dein Ticket dabei. Zieh dich warm an fürs Battle. Ja, Kontrolleur, auf jeden Fall hoffe ich, dass du mich mit guten Punchline triffst und ein bisschen Hops nimmst. Ich mach's dir heute ein bisschen einfach. In dem Sinn, man sieht sich. Ich mach's dir heute ein bisschen einfach, okay? Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und Tetsch. Willkommen bei Big Difference! Hey. Wir haben heute ein geisteskrankes Match für euch. Oh mein Gott, wir haben heute Lidl Rapper gegen den Kontrolleur. Macht einmal Lärm! Hey. Lidl Rapper wird beginnen. Go! Yeah, Mann. Erst sollte der Aldi-Typ gegen mich battlen, nicht angetreten. Dann Elias, du Rotzlöffel, nicht angetreten. Jetzt krieg ich so einen Felix, einen Studenten. Aber wenigstens hat der Junge ein bisschen Skill und Punchlines. Aber egal. Die ersten Zeilen sind trotzdem für dich. Oh. Geh auf Elias, einmal gucken, wer es checken kann. Heute zeigt sich wirklich, wer nur schauspielt und wer rappen kann. Schweigender Schlüssel, bist du, wer erkennt sie? Übersetz ihn in Englisch, raus kommt Zelensky. Und was der Kontrolleur hier gerade mal vergisst, hab ihn kurz mal recht. Warte mal, hab ich nicht verstanden. Was meint er mit Zelensky? Warte mal. Wer nur schauspielt und wer rappen kann. Schweigender Schlüssel, bist du, wer erkennt sie? Übersetz ihn in Englisch, raus kommt Zelensky. Check ich nicht. Und was der Kontrolleur hier gerade mal vergisst, hab ihn kurz mal recherchiert und dein Vater Polizist. Halt deine Fresse, Felix Matt, geh auf Distanz. Dein Vater ist ein Streifenhörnchen, Alvin von den Chipmunks. Wow. Ermittlungslage gegen mich werden auch lang. Wie schlechter Spediteur erkennt halt nie den wahren Ausgang. Vom Fackel dominiert, zeigt er nach paar Akten einzig. Obwohl den Streifenhörnchen fehlen auch paar Akten einzig. Wir werden leben in der kleinen Welt. Wie Verfahren von deinem Dad am Ende eingestellt. Kein Problem, mir fällt jetzt gerade gar nichts ein. Deshalb überbrück ich einfach kurz mit einem Freestyle-Reim. Im Freestyle merkt man doch, dass er ein Blender war. Wer sagt schon freiwillig, dass die Ex ein Crescender war? Wenn er wächst, ein voller Rapper, wieder keinen Reim hat, schreit er gern den Vornamen von Newton, Isaac. Ey, und darüber kann man spaßen, denn wie bei Kohlensäure dreht sich alles grad ums Blasen. Bläst du mir jetzt ein oder setzt du dann eine Grenze? Anziehungskraft nennst du dann Newton? Gesetze. Erklär deine Lines. Mann, ich kann grad nicht reden. Bist wie Kollege vergöttern. Man sieht mich Analphabeten. Ich erklär dir die Line. Das warte mal, Bruder, was sind das für Lines, Bruder? Ich hab nichts verstanden bis das jetzt. Das ist krank, ne? Isaac und Isaac, das ist cool. Das hab ich verstanden. Schreit er gern den Vornamen von Newton. Isaac. Bist wie Kollege vergöttern. Man sieht mich Analphabeten. Bist wie Kollege vergöttern. Man sieht mich Analphabeten. Man sieht mich an Alpha B. Er hat ja das Label Alpha Empire. So. Ja. Man sieht mich an Alpha B. Ich check die Leiden nicht, Mann. Ich will die aber. Ich verstehe die gerade auch nicht. Ich bin voll überfordert. Ich erklär dir die Line, dass auch du die verstehst. Ah, okay. Nicht Kollegas Label, du bist der Analphabet. Ah, okay. Haben wir natürlich direkt verstanden. Okay. Walla, warum denkt ihr, wir verstehen das? Jetzt chill doch mal, Alter. Dass auch du die verstehst, nicht Kollegas Label, du bist der Analphabet. Will ich quälen, rede nicht von 50 Shades. Felix Mart, Kontrolleur und früher hieß er Flakes. Du willst mich zerf***,
Ficken und ich frag mich, wie das geht. Persönlichkeitsstörung und ich selber zu dir steht. Komm, fang mich zu ficken, hol mich jetzt vom Thron. Sag mich, hat's getroffen mit der Harttransplantation. Versuch mich zu zerreißen. Apropos Harttransplantation. Letztes Mal, ich bin so auf Insta. Du bekommst ja manchmal so, wenn du durch Story scrollst, bekommst ja so Anzeige, Werbung, ne? Sitzt mir der Poacher da mit einer Glatze nach der Haartransplantation. Ich dachte, wey, yo, wie, was ein Zufall ist das denn? Und wir haben noch von kurz auf sein Bett reagiert. Ja, geil. Voll der Zufall, Digga. Hol mich jetzt vom Thron, sag mich, hat's getroffen mit der Haartransplantation. Versuch mich zu zerreißen, als wärst du grad beim Tyson. Die Lines für dich hier biten, aber kannst da nichts beweisen. Es gab eine Punchline, wo ich mir denk, maybe. Gebückt wie ein Zug und mit der Ähnlichkeit von 80. Doch was du an dieser Scheiße gerade hier vergisst, alles, was ich dir vorweg mich gar nicht mehr hier trifft. Alles kein Problem, versuch mich ruhig zu dissen. Erzähl den Leuten irgendwas, was sie gerade nicht wissen. Stimmenimitierer, Mann, der hat doch gar nichts auszusagen. Höchstens bei Preisen kennt er sich doch auf mit draufzuschlagen. Nämlich Supermarktkassierer, okay, wenn man so sieht. Doch der Benz von meiner Tür, dass man ziemlich gut verdient. Lebt mein Traum bis jetzt alles, Frau Autohaus. Doch beim Studenten steht der Traum weiter im Autohaus. Ich fahr den Benz über die Autobahn und Kontrolleur fährt halt nur statt Autobahn. Was ist denn? Mann, geil. Mir fällt gar nichts ein, aber hoffe, du gibst mir eine schöne Punchline. Ewa. Starkes. Gute erste Runde. War gut, Bruder. Man muss sagen, coole erste Runde auf jeden Fall. Baba-mäßige Lines. Bei einigen Stellen waren wir sichtlich überfordert. Ja, klar. Aber man muss sagen, trotzdem coole Lines. Aber die Punchlines fand ich, die haben nicht direkt gepuncht. So, das glaub, hat mir der, gefehlt. Ich glaube, das kommt erst in der zweiten, dritten Runde. Ich hoffe, ich hoffe. Ich bin gespannt. Let's go. Erste Runde vom Lidl Rapper Baba. Digga, er hat ja wirklich gebattelt wie in 8 Mile. Er hat ihm alles weggenommen an Angriffspunkten. Walla, bei 4-7, wenn er redet, ist manchmal so ein Affe drin, der so klatscht, Bruder. Ich schwöre. Ich hoffe nicht. Und jetzt kommen wir direkt zu der Antwort von Kontrolleur. Let's motherfucking go. Ja. Deine Mutter sagte, du fielst bei dem Storch aus dem Nest. Fragst du sie nach früher, fehlen die Worte direkt. Als Teenie-Mutter waren für sie die Sorgen komplex. Deswegen hat sie dich vor Lidl in einem Korb ausgesetzt. Deine Freundin sucht nach Bekleidung. Die arbeitet bei Lidl in der Abteilung. Und du weißt genau, dass ich diese Lady bumse. Einmal Feier kostet 100 Payback-Punkte. Bist du Sozialversager? Wegen deiner Fresse ackerst du im Warenlager. Denn dein Gesicht ist selbst solide zu ranzig. Heute im Angebot Trisomie 21. Boah, da kommen direkt die Punches. Oh, jo, jo, jo. Der macht tak, 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 tak. Ja, Hoppi. Boah, stark von Flakes, Alter. Dass ich krass das bitte und deinen Lidl-Job eigentlich sehr passend finde. Wenn dein Chef dich ruft, denkst du dir, der macht doch Witze? Ksch, Herr an die dritte Kasse bitte. Hey, du sagst, deine Homies sind Verbrecher. Doch trotz deinem Pseudo-Skill bleibst du ein Image-Rapper. Ich schwöre, ein Talent hat doch deine Zwillingsschwester, denn sie ist wie Rewe, jeden Tag ein bisschen besser. Bruder, also ich muss sagen, die Punches sitzen, Alter. Bei Poacher TV war mehr Niveau drin. So, ja, klar. Ach so, ja. Aber das bei Lidl Rapper, die Punchlines, die sitzen einfach, die treffen. 100%. Du meinst bei Kontrolleur? Ja, genau, ja. So. Der Straße scheint das rote Licht. Ein Ort, an dem man läuft und besser auf den Boden blickt. Dort sieht man deine Mom, sie arbeitet am Drogenstrich. Die ist das Gegenteil von Lidl. Lohnt sich nicht. Okay, der war cool, der war cool. Der war cool. Das war's? Starke Worte vom Kontrolleur, war du wir haben hier ein geisteskrankes Match und das war gerade mal die erste Runde. Kommen wir direkt zu der Antwort vom Lidl Rapper. Was sagst du? Erste Runde, wen gibst du denn? Ja, das Ding ist so, bei Kontrolleur muss man sagen, so okay, der hatte mehr Punches. Aber ich fand so, das Niveau fand ich jetzt nicht so krass. Weißt du, das sind auch keine Sachen, die man noch nicht gehört hat. Bei Lidl Rapper muss ich sagen, so, wie er das strukturiert hat und aufgebaut hat, war cooler. Mhm. Aber Punchline-technisch muss ich das natürlich dann an Kontrolleur geben, muss ich sagen. Der Lidl Rapper hat es natürlich auf einem
besseren Niveau gemacht, finde ich. Aber für ein Rap-Battle haben die Punchlines von Kontrolleur einfach mehr gesessen, ja, mehr gehittet. Mhm. Aber dafür fand ich die Strategie beispielsweise auch vom Lidl-Rapper gut, ihm so ein bisschen Sachen vorwegzunehmen schon in der ersten Runde. Vielleicht konnte der auch deswegen die Runde nicht weitermachen. Er hat gut strukturiert auf jeden Fall. Und je nachdem, wie er sich das eingeplant hat, kann ja sein, dass er jetzt in der zweiten Runde richtig anfängt, Gas zu geben. Deswegen, erste Runde gebe ich auf jeden Fall an den Kontrolleur. Ja. Let's motherfucking go! Mann, Alter, krieg ich auch noch den Beat, wo der Kontrolleur auf jeden Fall zerberstet hat. Ich erinnere mich nicht mehr an den Gegner. Aber Aldi! Hier kommt dein Finale, du Snitch. Und Deutschland wird empört. Echter Aldianer, dann wird das dein echtes Shirt. Trugst ein Fake Aldi Nord, du bist sogar zu dumm zum Lügen. Checkst 089 und das ist München ganz im Süden. Erklärst dir sogar nochmal, die Punchline nicht genügt. Bruder, der Bruder ist einfach zum Abbrechen gekommen, kann das sein? Ja. Erste Runde, der hat auf diesen Tag gewartet, Bruder. Erste Runde fängt er an mit irgendwas mit Elias MNS, jetzt hier Jackson 089 war, soweit ich weiß, das allererste Battle, was er bei 4-7 hatte. Da hatten wir mit den ganzen Icon 4 Teilnehmern in der Icon 4 Villa drauf reagiert. Ja, richtig. 089 und das ist München ganz im Süden. Erklärst dir sogar nochmal, die Punchline nicht genügt. Echter Aldianer, dann der Chef von Aldi Süd. Was Bezirksleiter zäh, Money Rain Soldier. Jahrelang geblasen bei Top Tier Takeover. Köln, Berlin, Leipzig und Wien. Denn du würdest doch so gerne auf einem anderen Level spielen. Streitest alles ab oder erzähl von deinen Hypes. Da guck ich auf dein Insta und sie 700 Likes. Nur RTL-Zuschauer, Brudis sind top. Wer rein schon Julians Blog auf. Bei deinem Punchline macht es echt ratatata. Wie nennst du deinen Stil? Nenn es Zweckreim-Massaker. Was wir beleidigen, ich schuld dich auch grad so vom Grund. Die Wahrheit wohnt in Dachau und arbeitet bei Vodafone. Und wenn... Bruder, warum feiern die das nicht? Ich schwöre, Alter. Digga, das ist doch cool. Die Wahrheit wohnt in Dachau und arbeitet bei Vodafone. Er sieht einfach aus wie Teamleiter von Callcenter. Ne, ehrlich, Alter. GTI-Endgegner ist das. Das ist der GTI-Endgegner. Was wir beleidigen, ich schuld dich auch grad so vom Grund. Die Wahrheit wohnt in Dachau und arbeitet bei Vodafone. Und wenn du sagst, dass diese Scheiße grad nicht killt, ich hab auch gerne auf Instagram für dich dazu noch Bild. Choke. Geil. Ich seh so aus, als wär ich Schweighöfer, sein Stiefkind. Der speichert dich im Handy ein und dahin. Liebling, ja du hast recht, ich lass das Bargeld gerade auf Spaß rechnen. Frag mich nach meinem Hobby in meinem Benzer. Gas geben, in Sauna anzu... Boah, jetzt weiß ich, was der meiste polarisiert. Boah. Geil. Auch noch nie zuvor gehört. Cool. Also man muss sagen, Pocha ist immer für eine Überraschung gut, ne? Oh, was er sagt, Digga. Mein Lieblingshobby in meinem Benzer. Gas geben. Bruder, kontrovers. Aber die Leinen? Ja, 100%. In Sauna anzutreffen, Diskotheken rausmisst. Ich will nicht lachen, Mann! Ich will nicht lachen! Jagd die Vergangenheit, weil ich alles gerade. Industrie dann aufblühen, 50 deutsche Panzer. Bekannt wie Asiate, denn sie nennen mich Reichskanzler. Felix Baumgartner mach ich zu meinem Double. Gas kam her zum Aufstieg und verfolgte ganz viel Jubel. Ich war ein Arschloch und lebte in der Scheinwelt. Denn außer diesem Fame hatte ich 33 kein Geld. Kapitulierte, brachte mich halt echt um. Deutsche Staat stellt mir das Gas doch noch in Rechnung. Ich hab kassiert, werde trotzdem meinen Stolz wahren. Gas betreten oft sich mal der Wahrheit, Volkswagen. Und wenn du sagst, dass einer meiner Punchline schlecht ist, sag warum im Auto das Gaspedal noch rechts ist. Oh, shit. Oh, hör auf, Bruder, das Video wird so gelb, Bruder. Das wird orange, Alter, hör auf. Annik. Also dient hier natürlich alles zur Unterhaltung. Annik. Wir distanzieren uns natürlich. Die Trainer Stroma, echte Kings. Doch fällt die Ampel aus, gilt dann wieder rechts vor links. Ihr wollt den Krieg? Ja, dann komm ich nochmal runter. Doch unterschreibe höchstens bei dem Royal Bunker. Was ist los? Guck mal hinter die Fassade. Aufmerksamkeit, dann brauchst du Medienskandale. Berichten sie von Kriegen? Ja, dann ist das so. Schieß ich auf Wladimir, geht der im Klitsch K.O. Nachname drin, wie ihr gerade erkennt. Aber nimmt man sie wirklich, meine ich den Präsident. Bruder, aber ich muss sagen, Bro, wofür ist er denn hier, Alter? Das ist voll... Hat er noch Lust, ihn zu battlen oder macht er jetzt hier sein eigenes Ding? Er versucht jeden zu battlen, gegen den er ein Battle in der Vergangenheit hatte bei 4-7, aber nur nicht jetzt gerade sein Gegner, Bro. Was ist das denn?
Das ist nicht cool. Jetzt weiß ich ja, warum das so lange geht. Weil er erst mal 5 Minuten braucht, politisches Statement zu setzen und andere Vergangenheit. Das ist ja gar nicht schlecht. Das kann er ja machen. Aber mach das doch nur ein bisschen kürzer, Bro. Ja. Weißt du? Lass das doch nicht den Hauptbestandteil werden von diesem Battle. Mhm. Das ist ja kein Battle jetzt mehr für mich. Bin ich pro oder... Und auch voll scheiße für ihn. Ja, der Arme, so. Der wartet die ganze Zeit so. Was soll er noch kontern? Auskontern? Nix. Ja. Mit drin, wie ihr gerade erkennt, aber nimmt man sie wirklich, meine ich den Präsident. Bin ich pro oder contra, wollt ihr jetzt drüber reden? Oder seid ihr wieder nur durch Zynik überlegen? TV Total Live, Kapi war der größte Verehrer. Depressiv nach Zerfall, der Stefan Bandera. Ja, Mann. Teamleiter ist zufrieden. Es ist Poker, oder sollte ich Farid sagen? Der Beste, wenn es darum geht, andere nachzumachen. Imitationen hier und Imitationen da. Doch große Stars zu imitieren, macht dich nicht zum großen Star. Du machst mal auf die nach, du machst mal Farid nach. Doch hinterlässt es nur einen bitteren Nachgeschmack. Wenn du vorhast, von der Scheiße zu leben, dann rate ich dir, den Leuten mal etwas Eigenes zu geben. Was steht am Strich mit Arschimplantat? Es ist Poker, er macht Katja Krasavitz nach. Doch die meisten Freier verzichteten auf ihn. Er schreit ihn hinterher. Herr, für euch bin ich auch Shirin. Boah, Junge. Stark, Junge. Cool. Das ist ein Battle, was geil, wir sehen wollen, Junge. Punchlines. Deine Freundin ist echt abgefuckt. Sie denkt an andere Männer und hat diesen Affen satt. Im Bett ist sie eine krasse Slut. Du musst so tun, als wärst du Haftbefehl, damit sie einen Orgasmus hat. Ich Sie war aber harter als der gestiefelte Kater. Poker erwischte mich mit meinem Glied in ihrem After. Ich sagte, Bro, ich imitiere nur deinen Vater. Boah! Der war geil, Bruder. Der war stark. Der war gut. Boah, ja, gut. Geil, Alter. Walla. Wenn ich den jetzt auch nicht feiern, Bruder, weiß ich auch nicht, Cousin. Der war gut. Nein, nein, nein. Warte, drück nicht. Guck nur vor Seven Stress. Okay, die feiern den. Gut. Walla, der feiert den aus der Seele heraus, Alter. Als du super stark bei deinem Sohn war, bring Papa in die Schule Tag. Und du hast dir extra frei für diesen Tag genommen. Doch dein Sohn meinte, kannst du nicht als Farid kommen? Du siehst hier kein Tag. Ey, er macht's gut. Er macht's gut. Und dein Gegnerbezug ist stark. Unnormal. Tageslicht. Hiernach gehst du zu deiner Mom, die verarztet dich. Du sagst, der Kontrolleur hat mich heute in den. Sie sagt, oh, dann hattest du denselben Tag wie ich. Ey, der Typ ist geil, Alter. Ey, ist cool. Wallah, ist cool bis jetzt. Oh, was macht der gerade? Ich glaube, das ist das beste Battle, was ich von dem Kontrolleur gesehen habe bisher, ne? Ich sag zu ihm, Salavi, denn du bleibst höchstens die Kopie einer Kopie und ich f*** dich mit Stolz. Du kannst erfolgreiche Rapper imitieren, aber nicht ihren Erfolg. Geil. Zweite Runde sehr stark auch von ihm. Statement gesetzt. Ganz klares 2-0, Bro. Ganz klar. Stark, stark, stark. Kommen wir direkt zu der Antwort. Dritte und letzte Runde von Lidl Rapper. Let's mal. Glaub mir, wenn er jetzt türkische Lines bringen sollte, dann macht er sich so bei den Türken sympathisch, ne? Ja, ja. Seine Strategie ist auch schon gezielt ja, gut. Natürlich. Der macht sich bei vielen Leuten sehr sympathisch so. Motherfucking go. Yeah, yeah, yeah. Einen haben wir noch vergessen, Elias. Kontrolleur ist ein guter Künstler, deswegen gewinnt er heute. Ich wusste das alles schon. Deswegen. Ey, wollt mich alle in eine Ecke drängen, der Lidl-Rapper. Er macht jetzt schon wieder nichts gegen ihn. Das ja, ist jetzt schon, er fängt mit Elias schon wieder an. Das ja, ist, aber irgendwo ist das vielleicht auch gezielt. Guck mal, damit, ich sag man ja damit Rematches kommen. Kann auch sein. Okay, ja, kann sein. Aber ich sag ja auch nicht, dass ich das jetzt komplett wack finde. So, ja, weißt ja, nur für das Battle. Aber jetzt. Das ist für mich halt so kein Rap-Battle. Ja, weißt du? Du hast ja auch recht, check das. Ich bin Imitator, danke Toffi. Punchline perfekt. Spielt mir in die Karten. Aber heute zeige ich euch allen, wer ich bin. Das ist für meinen Seelenfrieden. Du meinst, die Leute werden schon sehen, eine Rückrunde wird gehen. Bist vermeintlich schizophren, sonst würdest du vor mir stehen. In Runde 37 reicht, um dich zu ficken. Der Clip wie Borderline, denn da wurde ziemlich viel geschnitten. Ab heute hast du... Boah, Alter, fängt gut an. Es geht hier um Elias, der Minister, wurde ja viel gecuttet in der Runde. Fuckboy, wegen ne? Copyright aber, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Heute hast du kein Image, man, es ist Topmodel von Heidi. Und dieses Battle, klares 3-0 für Mighty. Meint sich beide von King Plankton, bin ich, das war nicht stimmig. Wie fandst du meine Punchline? Ach, für dich waren sie nicht sinnig. Du beitest von King Plankton, aber er ist King Plankton. Mhm.
Ja, ja, ja. Checkst du? Ja, 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 nochmal. Kein Ami-Rapper analysiert wie ein Profiler. Du warst den anderen nur aufgrund von guten Flowrider. Die beste Punchline war dreisilbig und zwar miese Promo. Auf meine Zähne sei noch gelber als das Lidl-Logo. Wer ist beim Schreiben, als ob ich nichts von deinem Konzept weiß? Paradoxerweise war vor 7 Sponsor Konzept weiß. Brauchst du Kohle? Dann send ich dir einen Promocode. Du steckst bald in der Scheiße, denn du frisst sogar für Promocode. Er wurde gewarnt, dass dieser Poker ihn zerfickt. Und Sarah GBS hat mir paar Sprachmemos geschickt. Ja, der Real Talk kann noch kommen. Heute werde ich dich verschonen. Für mich ist das nichts weiter als eine Machtdemonstration. Unglaublich, wie Niveau hier weiter sinkt. Oder dass jetzt einer von uns Lappen heute gewinnt. Jeder schreibt Fick Mutter, damit sie schreien Bruder, krass, ich fäll mein Urteil und mach daraus einen coolen Zerwasch. Und Kontrolleur, ja, den Sieg sollst du auf jeden kriegen. Ich hingegen rap ein letztes Mal für meinen Seelenfrieden. Ich lass mein Herz auf den Zeilen gerade bluten und trag ein David-Stern aus Respekt vor allen Juden. Denn Menschenrassen, die sich hassen, gibt zu viele. Deshalb widme ich die nächsten Zeilen an alle, die Muslime. Respekt vor Kult. Boah, ich krieg Gänsehaut, Alter. Was, Bruder, was machst du hier, Bruder? Poacher, Alter, krank? Komm mal her, lass mal deinen Nacken küssen, Wallah. Diese Schassen gibt zu viele, deshalb widme ich die nächsten Zeilen an alle, die Muslime. Respekt vor Kulturen geht seit Jahren hier schon flöten. Islam ist stets verbietet, um Schuldige zu töten. Und weil der Hass hier gerade steigende Tendenz bleibt, tötest du einen Mensch, tötest du gleich die ganze Menschheit. Der Grund, warum ich schieß, gegen Medien primitiv. Ein echter Muslim weiß, du kommst du nie ins Paradies. Boah! Stark, danke, Wallah, danke. Bruder, Gänsehaut, Wallah, das danke. Ist geil, geil, geil. Das Hast Ding ist, gemacht. So wenige Leute trauen sich genau diese Thematik anzusprechen, weil die genau wissen, wie kontrovers die ist und öffentlich auch nicht gern gehört wird. Ich glaube, so ein Bild gab es aber auch noch nie. Türkei-Flagge und mit Judenstern. Ja, ja, richtig. Ne? Ich glaube, das gab es echt noch nie. Ja. Primitiv, ein echter Muslim weiß, du kommst du nie ins Paradies. Wenn man Gerüchte grad im Ohr verbreitet, angeblich hätte ich ja für Mäus damals was vorbereitet. Komm wie Russe mit Bazooka, Iro de Puta, du kleine Schamut, das war die Punchline Corona. Egal wer draußen über mich jetzt schimpft, Mäus ist halt wie ich, seit 2 Jahren die Oberflächlichkeit, die die Ratten draußen prägt. Angeblich fehlt's den blonden Jahren Solidarität. Ein depressives Schlachtschiff, suche nach dem Riff. Erkläre ich ganz Deutschland jetzt gerade den Begriff. Denn Leid und Kriege auf der Welt, es gab so viele. Und jeder heuchelt Solidarität für Ukraine. Medien, die jetzt schweigen, heute werdet ihr's erfahren. Meine Solidarität geht an die Brüder im Iran. Weder in der Bild und auch nicht in der Hyria. Wo war die Solidarität 2011 für Syria? Darf man denn die Wahrheit auf der Straße noch erwähnen? Wo war die Solidarität 2010 für jeden? Stark. Die Familien ihre Freunde gerade beerdigen. 1999, Kosovo und Serbien. Ich mach das gerade gekonnt, steh lyrisch an der Front. Denn unter Gerhard Schröder hat die NATO da gebombt. Ja, ich frag euch, Schüssler, wo ihr all die Jahre wart. 2003 bei den Kriegen im Irak. Schieb Anschläge auf Moslems, die es gar nicht waren. Aber liefert deutsche Panzer nach Afghanistan. Deshalb schreie ich immer wieder gegen heißes Klima. Hebe meine Faust grad für Free Palästina. Bruder, was hast du gemacht, Alter? Standing Ovation, Cousin! Geil! Stark! Aber jetzt Message, weißt du auch, warum, Bruder! Jetzt weißt du auch, warum der das von Anfang an so gemacht hat. Voila, stabil! Das krass! Ist, wow! Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit, das ist dass er echt gut. Viele stehen da auch irgendwo, um sich zu promoten, ne? Um zu zeigen, wie gut die Punchline technisch sind, ja. Und sonst was, damit die von auch natürlich auch Reichweite mitnehmen, ist ja natürlich ja. So, ne? Aber was macht der? Der geht dahin und macht genau das Gegenteil ja. Und macht so politische Sachen, die eigentlich so in der Breitmasse gar nicht gut ankommen, ja. Aber wirklich mal angesprochen werden sollten, aber einfach vergessen werden. Er nutzt halt einfach die Reichweite, um eine Message zu publizieren. Ja, das macht er super. Aber ich hätte an Kontrolleurstelle hätte jetzt gar keinen Bock mehr, ich würde einfach gehen. Ja, ja. Ich würde noch recht mehr. Bro, warum bin ich hier überhaupt, Alter? Ja. Und jedes Wort, was ich rappe, das ist real. Nach dem Aldi-Battle stand ich vor einem Major Deal. Sie hofften, dass ich fall. Ey, Poker, du bist doch gerade ein mieser Flop. Wenn ich mit Manager-Infos von meinem DJ schock. Er ist gestorben, ich wurde innerlich zerstört. Wir hatten einfach eine Vision, wir träumten vor einer Atem. Markus, Geschäftsführer von Warner Cruz, weil alles bei mir höflich bleibt. Das ist die Antwort auf die Frage nach Persönlichkeit. Denn dieser Junge, der hier rappt, der wird jetzt frech. Woher kommt denn die Kleidung, die ihr tragt aus Bangladesch? Und wie sie produziert war, war für euch nie relevant. Alles für einen Hungerslohn aus kleiner Kinderhand. Bring den E-Wagen her, und zwar pronto. Woher kommt Kobalt, abgebaut aus Kongo? Wieder folgt ihr Heuchler grad den Teufel ins Verderben. Denn euch ist scheißegal, wenn kleine Kids beim Abbau sterben. Was für Menschen leid, Mann, ich komm darauf nicht klar. Wie viele mussten sterben für die Stadt in den Katar? Setz Geld. Bruder, das ist
Ey, Respekt, Respekt an den Bruder, Walla, stark. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Er ist unglaublich gut, Walla. Da grad den Teufel ins Verderben. Den euch ist scheißegal, wenn kleine Kiffen beim Abbau sterben. Was für Menschen leid, Mann, ich komm darauf nicht klar. Wie viele mussten sterben für die Stadt in den Katar? Setz Geld über Menschen und ich geh grad auf die Knie. Wie Deutschland gegen Spanien, Mann, es geht um Empathie. Und ja, der Deutsche will jetzt weiter seinen Stolz wagen. Für seine Nachbar jedes Jahr einen neuen Volkswagen. Wo wurde er hergestellt, was sie nie erfuhren? Neues Werk in China mit Gefangenen und Huren. Wo ist denn irgendjemand, der für die dort aufstand? Für einen Europäer ist das leider zu viel Aufwand. Scheiß aus Moldau, bla bla, bin jetzt gerade Startler und ziele mit der AK direkt auf Kapital, bra. Wie ich zerlege, gib mir Stift, Mike und einen Beat. Damals noch authentisch und du machtest Songs wie kein Krieg. Wie ich zerlege, das zeige ich dir jetzt auch. Bei dir mach ich aus, als wär Zitatrecht gebraucht. Werd ihn jetzt treffen, hab ihn nicht einmal beleidigt. Scheiß auf die Amis, weil der Putin unser Land verteidigt. Hast du gesagt, und ich frag mich echt schon wieder, wo ist er denn nur hin, der ach so stolze Ukrainer? Verherrlicht Drogen in der Buff, hier weiter Zeit ziehen. Du bist ein dieses kommerzielle Mainstream, dann geht nicht peripher. Du Prinz auf Belvedere, oder Throne weiter Frauen, so als wärst du dieser Flair. Boah, was macht der hier, Lan? Bruder, das gab's schon mal sowas jemals? Bei so einem Battle? Bei so einem Rap-Battle nicht. Das ist das noch erste nie, Mal, ne? Dass sowas so ist. Das ist, Alter, ich komm nicht drauf klar. Alter, ich bin geschockt. Ey, Pocha, das ist echt Walla. Eine Glanzleistung, ja, wirklich. Hammer. Also, auch krass, dass du dich traust, sowas anzusprechen. Vor allem in so einer Zeit, wo wirklich jeder sich aufs Kleinste angegriffen fühlt. Respekt. Gehst du da raus mit deinen 3 Kilo, Walla, diese Melonen da unten, diese Melonen, gehst du raus und sprichst sowas an. Und dann mit so einem Hoodie und so einer Kette auch gewagt, stabil. Bruder. Stabil, ja. Bruder. Stark. Walla. Ich bin echt an vielen Stellen hier einfach nur sprachlos. Ja, ja, man kann auch nicht viel dazu sagen, weil das ist so... Ich genieße das gerade einfach. Ja. Ich höre einfach nur zu. Ich will das wissen, was der noch zu sagen hat. So. Russland, Amerika, einfach zu krass. Atechli, Beirut, Yandana, Dumas. Kein Problem, ich werde jeder Menschenzähle selten Wert geben. Deshalb trage ich Türkei-Flagge heute für das Erdbeben. Oh. Ich weiß, ich kann die Scheiße nicht beenden. Doch jeder, der ein Herz hat, der kann ein bisschen spenden. Ich hoffe, dass ich mit Bildtalk einfach heute zerfetzt. Deshalb zeigt eure Herz gerade mit einer SMS. Boah. Egal ob schwarz oder weiß, arm oder reich, wir sind Fische in einem Teich, unter der Sonne sind wir gleich. Nennt mich schizophren, und wenn V7 Eier hat, dann lässt er alles stehen. Die Menschen um mich rum, alle am Erblinden. Mir geht's nicht um Beleidigen, mir geht's um Verbinden. Boah, diese Message auch am Erblinden, dann mein ein Auge zumachen, dann unter der Sonne sind wir alles gleich, sind wir alle gleich, alle, die, also Tag des Jüngsten und so. Die Menschen um mich rum, alle am Erblinden. Mir geht's nicht um Beleidigen, mir geht's um Verbinden. Alles ist kein Problem, das ist meine letzte Warnung. Mein Name nicht Johannes, das war meine Offenbarung. Bruder, krass, Walla, krass, ist krass, das ist krass. Hammer. Rap-technisch eins der stärksten Dinger, die ich in der letzten Zeit gehört habe, wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Unglaublich. Bruder, also lyrisch eine Sahne, Bruder, Walla, geil. Boah, ich hab grad so Bock auf Sahne. Ich schwöre, ich hab so Hunger die ganze Zeit. Sahne jetzt. Ehrlich, so ein Erdbeereis mit Sahne, Alter. Das ist so lecker jetzt. Was für dritte Runde battlen, Mann, ich scheiß auf mein Part, weil's bei uns im Turnier Fehlentscheidungen gab. 4-7 stand zwar inzwischen zu seinen Fehlern, doch Big Reality war realitätsfern. Die Jury, sie war sowieso voll Spinner. Jeder wusste eigentlich, auf Poker der Gewinner. Ja, okay. Du warst in der Jury, ja, ne? Ich weiß. Ja, ja. Alles gut. Deswegen gebe ich Props jetzt an dich. Spaß, Elias hat dich gefühlt. Du willst immer Insta nach oben und postest Beiträge und Stories voll von Imitationen. Aber Poker, deine echte Stimme ist eine Seltenheit. Dein einziges Talent ist nicht, du selbst zu sein. Jetzt wird's peinlich für dich, denn auf Instagram sammelst du fleißig Klicks. Du willst den blauen Haken, aber peilst es grad nicht. Du wirst ihn nicht kriegen, weil du nichts Eigenes bist. Aber deine Songs sind miese Bretter. Deswegen will ich noch ein Selfie mit meinem Lieblingsrapper. Jetzt noch lächeln, das wäre richtig entspannt. Ich meinte die Jungfrau, verpiss dich. Wow. Du fliegst. Im letzten Battle hast du nicht entschieden gesiegt. Und obwohl man Elias nie freestylen sieht, fordertest du ihn zu einem Freestyle auf Beat. Ihn herauszufordern brauchte keinen Mut. Doch vor dir steht ein echter Freestyler in Fleisch und Blut. Scheiß auf deine Punchlines. Battle mich in Runde 4 Freestyle oder zieh den Schwanz ein. Oh, was passiert dir, Lan? Das ist echt krank, Bruder.
Walla, guck mal, wie alle warten. Fordert der ihn jetzt heraus? Komm, fordert den heraus, Junge. Komm, mach. Doch, macht der. Macht der bestimmt, oder? Tu es! Tu es wirklich. Los! Ja, was ist jetzt? Serverlag. Was ist jetzt? Jo, Mai, wir können es machen, du saugute Faktor. Komm, wir machen. Ach, die machen es. Sofort neu den Beat, sofort neu. Freestyle Battle. Geil. Vierte Runde. Vierzeiler. Gib ihm! Ich fange so an. Wir haben hier einfach Freestyle Battle. Ah. Ja, ja. Danke für die Info. Haben wir mitbekommen. Haben wir mitbekommen, Bro. Kontrolleur kommt an und ich ex Bacardi. Du siehst aus wie der behinderte Cousin von Barbie. Ey, Dicker, ich bin einfach krank. Man erkennt dich nicht mehr, stehst du vor einer weißen Wand. Weiße Wand, Alter, das ist doch grad geklaut. Hast du schön grad vorgeschrieben, gerade für die Jout. Alles kein Problem, man, dein Grundrand schändern. Wie der YouTuber, du rufst lieber Alpha Ken an. Hier weg mache, Haartransplantation, aber fast immer noch Glatze. Ey, Dicker, was hast du da gemacht? Ich komme an und diesen gottverdammten Spaß. Gottverdammter Spaß, Attitüde. Jedes Wort ist eine Lüge. Mach mir bitte nicht auf Brüde, weil ich nicht mehr ganz liebe. Verteil gerade Seitenhiebe. Schmiedest ne Intrige, deshalb nur noch Seitenhiebe. Er kam an und er dachte, er kann ganz zerfetzen. Drei Runden ohne einen Punch zu setzen. Was war das denn? Dicker, ich bin jetzt klar. Das war kein Respekt vor 4-7, klar? Alles kein Problem, wenn ich empör, Mann. Ich nahm dich nicht mehr ernst, du warst der Fahrkartkontrolleur. Ich mich präsentieren, natürlich werde ich bei dir nicht mal Stimmen imitieren. Stopp! Ich muss es jetzt hier sagen, deine Mutter hatte kein Ticket, deswegen muss sie auf Toilette blasen. Dicke, das muss ich hier gerade sagen, ich komme an und werde dich einfach hier mal überfahren. Jetzt werde ich eklig, Kanacke, gerade auf Mutterland. Wo wäre denn jetzt der Stolz, wenn ich im Bett mit deiner? Ah, guck mich an, wie das Feuer gerade entfacht. Ich hab's nicht mal ausgesprochen, du hast es gedacht. Boah, Bruder! Vorbei, Junge! Vorbei! Ende, Ende! Zu, zu! Oh, was macht dieser Poacher? Bruder, das ist krank! Ich hab grad Bock auf Poacher bekommen. Ich lass dich verdammt, imitier doch deine Mutter und lutsch meinen Schwanz. Ey, Dicker, das wäre witzig. Ich komme an und ich f*** dich, du bist nicht sick. Nicht sick, ey, ich hol dich von deinem Thron. Für mich bist du nichts weiter als ein Kleiner. Merkst du wieder, wie das Feuer gerade entfacht? Schon wieder hast du selbst von dir so eine Scheiße gedacht. Oh, Junge! Der stellt den so bloß, das ist so unglaublich gut, ne? Oh, das ist so gut, das ist so gut, ne? Seit langem wieder wirklich einer der coolsten Battles. Bruder, das ist Freestyle, ne? Ja, unglaublich gut. Krass. Das ist unglaublich gut. Wie krass, Walla, wie krass. Mann, ich bin so hart. Du siehst so aus wie mit den Hamsterbacken vor einem Winterschlaf. Was ist das denn? Dicker, ich bin hier der Don. Du hast seit 3 Monaten immer nur zugenommen. Ey, guck mal, du laberst gerade richtig scheiß. Guck, du lutschst doch gerne mal am Stiel voll Eis. Kein Problem, Mann, darüber kann man spaßen. Kann statt der Vasen, bei dir dreht sich nur um Blasen. Ah, Dicker, du bist eben hier wack. Du bist noch bleicher als die Jungfrau vor dem ersten Mal. Ey, guck dich mal an, was ist das für eine Hautfarbe? Guck, wie ich diesen gottverdammten Bastard hier rausschlage. Ey, Hautfarbe, machst du gerade Heikel-Action? Rede nicht von Michael, wenn ich sag, ich geb einen Jackson. Kein Problem, Mann, das wird man gerade packen. Aber er ist halt Student, da gibt's nix auf deinen Nacken. Boah, Jungs, Alter, krank! Boah, Bruder. Geil! Geisteskrank, Alter. Ey, das war geil. Ich nehm's alles zurück, was ich gesagt hab. Das ist ein geiles Battle gewesen. Walla, mit allem drum und dran geil. Geil, geil. Walla, geil. Starke Freestyle-Runde von den beiden. Warte mal her! Ich bin fast verreckt hier. Freestyle-technisch, am Ende die vierte Runde, muss man am Poacher geben, ganz klar. Ne? Aber die drei Runden, wenn man jetzt vom Rap-Battle ausgeht, muss man einfach an den Kontrolleur gehen. Ja, normal, normal. So. Aber von der Message her und das, was mich mehr berührt hat, mich abgeholt hat, mir im Kopf bleibt, ist einfach Poacher. Ja, das safe. Heißt, für mich ist der eigentliche Sieger hier in diesem Battle der Lidl-Rapper. Aber wenn du es wirklich streng betrachtest, wer das Rap-Battle dominiert hat, ja, ne? Dann ist es Kontrolleur. Ja, richtig. So.
beide haben so gesehen gewonnen. Ja, ja, beide sind Sieger, so 100%. Gewonnen. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Unglaublich geiles Battle von beiden, Alter. Respekt nochmal an die Jungs. Safe. Walla, krank. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt sowas Krasses gesehen habe. Walla, geil. Das hat von vorne bis hinten nur Spaß gemacht. Geil. Walla, stabil. Danke für das Battle. Und wenn es euch hier gefallen hat, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.